Hallo Freunde da draußen, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich danke euch fürs Einschalten. Wir sind noch in der letzten Herausforderung des Barons und stehen jetzt hier vor einer doch sehr kniffligen Aufgabe, den letzten Weg hier bis zu Frank mit Jung Cooper und Jung Hector zu beschreiten. Und ich hoffe, dass ich mich hier vorbeischleichen kann. Oder mehr oder weniger vorbeirennen kann. So lang ist nämlich gar nicht. Hector! Mann, der läuft aber auch langsam. Der Dude. Der Dude läuft ganz schön langsam. Okay, nehmen wir erstmal den Totengräber da weg. Wenn der nämlich hier gleich wieder in seine Ecke geht. Klare Sache. Nee, noch nicht. Ah, es gibt eine. Klar, gehen wir. Das Messer. Aha. Aha. Der hier oben. Den habe ich ganz vergessen. Meinst du wirklich, dass sie kommen? Hat Frank gesagt. Frank hat meistens recht. Der Spaßfee. Ich hoffe, dass er dieses Mal nicht recht hat. Ich mach's mit sich. Nicht nur. Hey, das habe ich gehört. Das hab ich gehört. Klar, bin bereit. Oh, die kommen hier rum. Bin bereit. Das ist natürlich doof. Aber gut. Ich sehe dich, Arthur. Oh, vielleicht reicht's. Geht klar. 15 Schüsse. Aber ich, wenn ich Pech. Ja. Klar. Das war richtig. Tut mir leid. Nein. Aber er kommt nicht. Oh mein Gott, das war ja auch schon wieder. Tschüss. Da kann er ihn hochheben. Und er rutscht so vor sich hin. Kein Problem. Zwei weniger. Zwei weniger. Der wird hier. Der wird nächstes Problem. Ohne Alarm zu schlagen. Kommen hier überhaupt noch welche? Hier hin? Also Alarm kann geschlagen werden. Dann kommen halt alle zu mir. Bereiter als bereit. Will ich eigentlich nicht. Aber ich... Ich bin mir halt echt unsicher, ob ich's ohne überhaupt schaffen könnte. Aber ich hab eine Idee. Aber es ist auch nur eine... Komm schon, dreh dich um. Hey, du, jetzt oder nie. Es ist auch nur eine Idee. Wobei ich noch nicht weiß, ob diese Idee so genial ist, wie ich sie mir vorstelle. Unterwegs. Kann der mal jetzt hier laufen? Danke. 15 Schritte. Oh, das ist schon schwer. Ja, überlass das mir. Noch. Oh. Nicht schlecht. Also war die Idee gut? Und die Umsetzung sogar auch mit super schneller Reaktionszeit. Ich komme, Pa. Okay, hab's. Das einzige Problem ist. Wie kriegen wir Hector hier vorbei? Verstanden. Ah, nicht so weit. Wie kriegen wir jetzt Hector hier vorbei? Oh, ich hab noch jede Menge davon. Geht klar. Ein falscher Penny kommt sofort. Mal gucken, ob ich ihn hier... Auf geht's, amigo. Ja doch, ich so ungefähr. Klar, schön. Schöne Sache, schöne Sache, schöne Sache. Ja, jetzt haben wir einen Longcoat dort. Wie ich den... gar nicht. Also wenn wir Hector rein... Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, dass wir... kann ich nicht. Also außer ich... Ich krieg Hector hier nicht rein. Unterwegs. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich meine, ich krieg den jungen Cooper hier rein. Aber hier läuft bestimmt auch noch ein Longcoat rum. Da steht auf jeden Fall noch einer. Ach du meine Scheiße. Wie? Klar, der hier stört halt mega.
Ich meine, der sieht mich ja auch. Heute ist es soweit. Ich mach das schon. Da läuft da unten, den Huhn läuft da unten rum. Klare Sache. Okay, das war zum Beispiel dumm. Bereiter als bereit. Also, ich könnte hier, boah, ich weiß nicht. Brauche ich Hector da drin? Das ist die große Frage. Bestimmt. Jetzt oder nie. Okay, unterwegs. Ich kümmere mich drum. Klar, gehen wir. Augen aufs Ziel. Geht klar. Was denn? 15 Schritt. Klar. Das schaffe ich. Tut mir leid. Der kommt hier nicht rein, oder? Nee, der hat doch keine Lust, hier hinzukommen. Die ersten beiden schon mal weniger. Wenn ich die hier noch erfolgreich in den Busch kriege, wäre es noch besser, weil die bewegen sich hier auch ein bisschen. Immer mal wieder. Okay, jetzt können wir vielleicht versuchen, den irgendwie abzulenken. Ich sehe keinen Weg. Unterwegs. Ich habe noch jede Menge davon. Okay. Also, dann gehen wir, weil ich würde gerne mich... Halt. Wie weit kann ich? Bis hier. So, da muss ich mich beeilen. Gut, dass ich die dabei habe. Braucht der Wechselgeld. Doch, zwölf Augen auf. Haha. Schon sind wir mit Hector drin. Falls wir ihn noch mit seiner großen Wumme brauchen. Kann ja passieren. Dass wir ihn brauchen. So, was kann ich jetzt hier noch erledigen? Du bist aber nur in kleinerem Sichtfeld, glaube ich. Okay, das war schwere Nöter dämlich. Okay, nicht nur im kleineren Sichtfeld, sondern auch im großen Sichtfeld. Was ist mit dir? Du bist relativ... relativ. Okay, klar, wir probieren es mal mit unserer Anfangstakt. Oh, das war schon wieder... Hector ist da. Super eng. Ganz genau, amigo. Wir probieren es mal mit der üblichen Taktik des... Hey, das hab ich gehört. Komm schon. Ist es soweit? Glaub gar nicht, dass... Sehr schön. Das ist echt gut, dass man das unterbrechen kann. Die Sterbesimulation, also die Sterbeanimation wird unterbrochen. Sehr, sehr geil. Frank hat natürlich auch noch hier so ein super kleines Blickfenster. Können wir uns hier erstmal nach rechts vielleicht vorbeischleichen? Das dürfte gehen, dass wir erstmal... Ich speichere hier abnormal viel, weil jeder kleinste Fehler hier bedeutet Neuladen für mich. Critical. Warum die jetzt auf einmal aufgestanden sind, weiß ich nicht. Okay, unterwegs. So, vorbei. Es ist vorbei. Bye, Unimoon. So, du... siehst mich ein bisschen. Ja, das schaffe ich nicht. Und ich habe nicht gespeichert. Danke. Klare Sache. So, jetzt sind wir hier wieder vorbei. Jetzt oder nie. Zum zweiten. Wir speichern. Ich sag ja, ich hab's noch gerade gesagt. Hier muss man immer speichern jetzt. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis die da mit dem Quatschen fertig sind. Klar, dann kein Problem. Kann ich. Bis nach hier. So, und von hier aus überlegen wir uns jetzt was. Du wirst gesehen von wo? Alter, ich kümmere mich drum.
falls er gesehen wird. So. Ich brauch... Oh, 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 oh. Welche Probleme? Nee. Okay, unterwegs. Hab's. Nein, 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 nein. Ich glaub noch nicht. Ich glaub nicht. Warum? Ich kann nicht so schnell Messer hintereinander das werfen, oder? Hab das Messer. Klar, geh dir. Au, 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 au. Unterwegs. So. Aufgeräumt. Hier oben sieht uns auch keiner mehr. Ich kümmere mich drum. Der Einzige, der... Also ich meine, muss ich jetzt Frank einfach... Ich meine, ihr könnt ihn jetzt von hinten ermurksen. Okay. Wir können es ja mal probieren. Leute, wir probieren es einfach. Wir probieren das einfach. Was ist, wenn ich den jetzt von hinten... Was zum... Okay. Wegs. Ich muss Frank erledigen. Hm. Dazu muss ich aber auch den Longcow töten. Okay, wir haben jetzt nicht mehr viele. Ich möchte das hier so klar wie möglich dann auf jeden Fall halten. Okay, unterwegs. Und das ist, glaube ich, das Einfachste, wenn wir das so machen. Breiter als bereit. Oh, der sieht ja den Leichnam. Doof. Ihr lang, amigo. Nichts dabei. So, jetzt musste ich mal kurz niesen. Es tut mir leid. Ah, es war knapp. Oh Mann, wieso? Nix. Alles klar. Ist nichts dabei. Das krieg ich jetzt. So, normal. Ich mach das schon. Legen wir los. Kein Problem. Ich mach's mit Singstimme. Hey! Ist es soweit? Klar, gehen wir. Bin bereit. Na los, Amigo. Der sieht es jetzt wieder da aus der hintersten Ecke. Klar, gehen wir. Hier bin ich, Amigo. Ich bin Amigo. Ich mach's mit Singstimme. Ich kümmere mich drum. Jetzt machen wir mal Lärm. Ist es soweit? Hab's. Ganz schön schwer. Bin gleich da. So, weg mit dem. Jetzt haben wir noch zwei. Der? Der aber auch immer gesehen wird. Und der andere da drüben. Nee, der wird nicht immer gesehen. Doch, er wird fast immer gesehen. Scheiei. Scheiei. Okay. Okay, unterwegs. Wir machen noch einmal einen langen Weg. Aber einen langen, sicheren Weg hier hinten rum. Um den auf der anderen Seite noch zu erledigen. Ich weiß nicht, wie der jetzt gesehen wird. Unterwegs. Okay, jetzt müssen wir bloß aufpassen. Der hat ein doofes Sichtfeld jetzt. Klar, kein Problem. Ich weiß zwar nicht, warum ich mit beiden gehe. Ich mach's immer sicherheitshalber. Jetzt müssen wir hier auf den aufpassen. Genau. So. Jetzt stehen wir gleich erstmal hinter dem. Von wem wird der gesehen? Keine Wechselwirkungen. Klar. Bin bereit. Wahrscheinlich gleich nur von dem Poncho-Guy. Okay. Hab das mit. Ist das? Gut. Hab's. Gut. So. Wie kriege ich das jetzt hin? Dass ich Frank... Los geht's. Ich muss alle anschießen. Es wäre meine... Ich weiß bloß nicht, ob es eine Stelle gibt, wo ich... Nee, kann ich nicht. Hey. Was zum... Ganz genau, amigo. Heute ist es soweit. Ich kann natürlich...
ein auf den hier mal machen. Sie ausschalten, Jungs. Das war's, ja. Der muss sterben. Der Mann, den sie Frank nennen, liegt tot im Sand. Der Junge triumphiert. Sein Vater ist gerecht. Der Junge bietet seine Hände an. Sie sind jetzt mit Blut reingewaschen. Endlich bekommt sein Herz Frieden. So hofft er zumindest. Vielleicht wäre es auf diese Weise besser gewesen. Aber die Realität braucht für gewöhnlich eine Weile. Wir wissen beide, dass diese Geschichte anders verlaufen ist. Der Traum eines Jungen wird immer nur in seiner Fantasie existieren. Das war ein echtes Glanzstück. Vielen Dank, dass du mir das gegönnt hast. Ich denke, damit ist unser Geschäft für den Augenblick beendet. Sollte ich dich jemals nochmal brauchen, werde ich es dich wissen lassen. Und bis dahin sei versichert, meine Klienten sehen immer zu. Puh, geschafft. Hat mich nochmal ziemlich viel Nerven gekostet. Einen Schuss habe ich abgegeben. Sehr viel Nerven und sehr anstrengend war diese Mission. Ne, ich habe 2 Schüsse abgegeben, okay. Stimmt, an der einen Stelle, wo ich die 4 auf einmal getötet habe. Auf jeden Fall, Leute, das war's. Wir sind fertig. Herausforderung auch erledigt. Wie gesagt, ärgerlich mit der einen Herausforderung hier für ein paar Kugeln mehr, dass das da verbuggt war. Werde ich aber auch nochmal, wie gesagt, mit den Entwicklern schreiben. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ja, ich würde dann mal behaupten, ich beginne mein anderes Projekt, bis es bei Desperados noch mehr gibt, weil bis jetzt haben wir von den DLC-Missionen 2, die offen sind, glaube ich. Und ich muss auch erstmal gucken, ob ich mir nicht gleich den ganzen Season Pass kaufe und dann warte, bis ich wieder hintereinander was für euch machen kann. Aber ich denke, mit dem anderen Produkt, Let's Play Spiel, was ich da vorhabe, werdet ihr auch erstmal euren Spaß zwischenzeitlich haben. Und schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Das waren die Herausforderungen des Barons. Ich habe es noch für euch fertig gemacht, wie ihr es haben wolltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir dafür doch gerne ein dickes Like hier drauf da und ein Abo für die Neuen, die ihr auch hier eingeschaltet haben. Ich freue mich über euren Support, verabschiede mich mit den Worten. Auf Wiedersehen, ciao, ciao und goodbye.